zu TV-Styles. Und zwar spielen jetzt zwei von euch eine Szene. Und zwar erst normal und dann in den verschiedensten Film- und Fernsehgenres, die ich im Wechsel euch spontan ansage. Mhm. Und zwar spielen das jetzt Tetje und Barbara. Dürft schon mal. Ich freue mich. Freuen Sie sehr, ne? Ja. Und für diese Szene, vielleicht ein Beruf mit einem schlechten Image. Finanzbeamter. Was dann? Schufa. Mein Gott, da kommt so viel. TV-Moderator. TV-Moderator, ja, das ist. Politesse. Was? Politiker. Zuhälter. Mein Gott, da kann man sich ja gar nicht entscheiden. Also TV-Moderator und Politesse, das sind ja beides unglaublich schöne Dinge. Nehmen wir vielleicht mal wirklich die Politesse, dass wir was halbwegs Simples haben, weil ihr habt ja viele, viele, viele Chancen. Was könnte eine Politesse Böses tun? Ja, sie könnte gerade den Wagen abschleppen lassen. Ja. Kurz davor. TV-Moderator, was könnte der tun? Nehmen wir einfach mal die Politesse und sagen, der Wagen wird abgeschleppt und ihr beginnt die Szene jetzt einfach erstmal so. Ja, das muss man natürlich notieren. Das ist ja unglaublich, wie der hier steht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ist das Ihr Auto? Ja, es ist mein. Ich war doch nur kurz beim Bäcker. Ich habe mir kurz ein paar Brötchen geholt. Ein paar Brötchen? Sehr lustig. Ja, mein Gott, es waren ein paar Croissants und Sie wissen ja, wie das ist. Morgens kommt man nicht dazu, trinken Kaffee und die Kinder und naja. Jetzt spielt ihr das Ganze als Western weiter. Und dann stelle ich meine Kutsche hier ab. Und dann kommen Sie. Und ich meine, Sie müssen mir doch jetzt nicht diesen Steckbrief ausstellen, oder? Pass mal auf, Baby. In meiner Stadt reitet niemand einfach mal so mit seiner Kutsche hier rum. Wir treffen uns morgen. Um 12 Uhr Mittag, vorne bei Fort Knox. Und jetzt das Ganze als Augsburger Puppenkiste. Urmeli! 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 Kommst du raus? Wir müssen einen Strafzettel schreiben. Er hat schon wieder meinen Stift versteckt. Meinst du, dieses Auto hat falsch geparkt? Oh, wie traurig! Es macht mich ganz krank! Ganz krank macht es mich, dass dieses Auto hier auf dieser Insel herumsteht! Es macht mich verrückt! Und dreckig ist es auch! Und jetzt als Heimatfilm. Ach geh, schau nur, was für ein schöner BMW. Weißt du was, Michael? Jetzt, wo wir uns ein bisschen besser kennen und ich weiß, dass du das nicht bös gemeint hast mit dem Auto und weil ich weiß, dass schon dein Vater damals mit meinem Vater oben auf dem Berg war. Ja, aber weißt, ich kann den Hof nicht verkaufen, nur für einen Strafzettel. Ja, aber wir brauchen das Geld ganz dringend und du weißt, die Mama ist krank. Aber wenn ich den Hof verkaufe, dann wird sich meine Frau für mich scheiden lassen. Du bist verheiratet? Ich wollte es dir nicht sagen. Und jetzt als Baywatch. Oh, ah. Weißt du, Baby, ich habe das Auto in den Fluten versenkt und ich wollte hinterher schwimmen und... Was war? Niemand wollte mich retten. Hä? Und dann sah ich nur noch diese... Und dann... Dann sah ich plötzlich diese zwei Riesenbojen auf mich zuschwimmen. Und ich dachte, Rettung, Rettung. Und dann spürte ich plötzlich diesen Schmerz in meinem Gesicht. Was für ein Auto, ich verstehe das alles überhaupt nicht. Ey, wie findest du meinen neuen Badeanzug? Wo denn? Ach da. Ja, der ist hier reingerutscht. Und jetzt, als Opa zu Ende bringen.
Dieses Auto, es muss weg! Ich bedanke mich! Ich bedanke mich, ihr Lieben! Ich bedanke mich! Das war nicht schön. So schön. Das war's, meine Damen und Herren! Vielen Dank! Bleiben Sie dran! Nach uns kommt auch was Lustiges! Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Freischnauze! Tschüss!